herzlich willkommen zurück zu einem, ich glaube, kleinen Horrorspiel. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die liebe Perila hat das Spiel ausgesucht. Also wenn es schlecht ist, ich bin nicht schuld. Ach so, das war auch ein Mehrspielerspiel. Gut, Peri, ich teste das dann mal, ob wir das auch zusammen... Anomalien, oh nee, was ist das denn? Anomalien in jedem Kapitel sind zufällig. Anomalien sind in Ordnung. Wahrscheinlich in einer Reihenfolge. Okay, interessant. Neues Spiel starten. Was ist los? Was ist dein Problem? So geht's uns auch. Genauso habe ich ja auch gesessen beim Spielstarten. Ja? Hallo? Ah, Ton, okay. Und dann, please press the button. Wenn du Anomalien findest, drück den Button vom Aufzug. Wo du hergekommen bist. Wenn du keine findest, press the button vom anderen Aufzug. Ach so, hier ist auch Deutsch. Wenn Sie eine Anomalie feststellen, drücken Sie den unteren Knopf des Aufzugs, aus dem Sie kommen. Wenn Sie keine Anomalie finden, drücken Sie den unteren Knopf eines anderen Aufzugs. Okay, hier komme ich her. Steht hier dasselbe. Wenn Sie zur Etage 0 zurückgekehrt sind, okay, es scheint, als müsste ich hier raus und halt nach unten fahren, können Sie mit der oberen Schaltfläche die vorherige Etage überprüfen. Das orangefarbene Licht außerhalb des Aufzugs bedeutet, dass Sie von diesem Aufzug aus starten. Okay. Oh Gott, ich glaube, das muss ich mit Peri spielen. Kann ich irgendwas nutzen hier? Ich hätte gern Kaffee. Oh Gott, nein, ich hasse das. Also eigentlich sind die cool, diese Spiele, aber ich bin so schlecht in Sachen merken. Wet Floor. Was war das für ein Bild? Okay, Wald. Hochhäuser. Hallo, guten Tag, junger Mann. Kalender. Von welchem Jahr ist das denn? Steht das da? Nee. Mai, Juni, Juli. Den Mülleimer merke ich mir mal nicht. Ich habe schon wieder vergessen, welchen Knopf ich drücken muss. Aber von dem nächsten Aufzug und nicht von dem letzten, ne? Zoomen kann ich auch nicht. Kann ich mich hinhocken? Nein, kann ich springen? Nein. Alkohol, Tabletten, Spritze. Ich zähle nicht diese Töpfchen. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Topfpflanze. Guck, wie schwer das ist, das zu erkennen. Vielleicht geht das ja auch. Okay. Den unteren Knopf, ne? Diese Decke sah nicht so aus, oder? Ich denke, das stimmt. Wo steht denn, ob ich... Hier, oder? Steht, ob ich gut bin oder nicht. Okay, 2. Bis wohin müssen wir denn? Hier sitzt keiner mehr. Der sitzt auf der anderen Seite. Oder muss das jetzt... Ach so, das ist gespiegelt. Oder ist das die Anomalie?
Kanzel. 1, 2, 3, 4, 5. Die Wolke ist nicht richtig hier, ne? Es ist halt alles genau andersherum, ne? Okay, wir probieren es mal. Ist doch immer irgendein Mensch da. Du bist hier. Ich glaube nicht, dass sich jemand dran nehmen wird, weil hier ist keiner. Mai, Juni, Juli. Also ich hoffe, hier ist keiner. Da ist der Fernseher. Red Floor. Bild. Bild. Kaffee. Ja, okay. Ich sag dann einfach mal, ist okay. Das war jetzt gut, oder? Ich weiß nicht, bis wohin wir müssen. Oh. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich gehe wieder. Ich trinke mal einen Schluck. Drauf ist. Bild. Red Floor. Mai, Juni, Juli. Der junge Mann. Mit Schnurrbart, okay. Dann haben wir noch die Schuhe, haben wir nicht gemerkt. Warte mal. Das Bild gehört hier. Das war doch nicht gleich, oder? Jetzt haben wir das gleiche Bild? Nee. War ich vor auch eine Uhr? Ich denke nicht, dass das Bild sein wird. Nochmal, ist das jetzt gut? Kaffee. Eine Uhr, okay. Hier ist das Bild, hier ist das Bild. Red Floor. Mai, Juni, Juli. Der junge Mann. Er atmet jetzt so ein bisschen, ne? Hä? Ist das so? Aber habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht? Das ist nicht fair. Was war das denn bitte? Ich gehe wieder. Ich glaube immer noch, das Bild ist nicht richtig. Das war voll billig und das hat mich ein bisschen erschrocken. Es war eigentlich eine Anomalie. Steht hier nichts, bis wohin ich hier muss? Nee. Steht denn hier auf Englisch? If you return to floor 0, you can use the top button to review the previous floor. Once you light outside L means you're starting from this element. Okay. Wird Zeit, ja. Bild. Ich weiß nicht, was eine richtige Anomalie ist. Ich meine, dieses Pieps vorhin, ja, okay. Aber zweimal dasselbe Bild. Geht's dir gut? Ich habe doch gerade irgendwas gehört. Also wenn das Bild stimmt, dann würde ich einfach mal sagen, ist okay. Linie 2. Linie 2.
2. Ich glaube aber ja. Den Feueralarm auslösen. Ich sag einfach mal okay. Von der Rückseite aus gesehen, ne? Ich zähle nicht die Stühle, nicht heute. Bilder 1, 2, 3, 4, 5. Ja, schaut gut aus. Was? Oh, oh, okay. Oh. So, lass. Noch eine Tür. Nee. Nee, 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 nee. Falls das weit ist, was ich hier, falls das richtig ist, falls das weit ist, was ich hier habe, dann werde ich da nicht hingehen, nur damit ihr was sehen könnt. Oh. Einfach einen Modus eingestellt, dass einfach egal, was ich hier tue. Halt. Da waren doch sonst keine Zahlen auf der Tür, ne? Da waren doch sonst keine Zahlen. Nee. Ich gehe. Dass ich so gut bin. Beim Spiel, was ich nicht verstehe. Diese Wand. War die vorher schon andersfarbig? Ja, sieht's nicht so aus, ne? Okay. Mai, Juni, Juli. Warte, warte, was? Ein Kapizin, bitte. Diese Wand. Sieht nicht richtig aus. Nee, ich gehe wieder. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war nicht normal. Okay, also diese Wand ist... Das ist so, aber habe ich denn trotzdem was richtig gemacht? Schon mal so eine weiße Flasche vor uns. Ich weiß es nicht. Bild. Ei. Schuhe. Gleicher derer Gesichtsausdruck. Red Floor. Okay. So, ich muss jetzt nicht 666 Etagen, das ist ja ein bisschen. Irgendwas beunruhigt mich jetzt hier schon. Weiß nicht wieso und was.
Ich höre da was. Hi. Ich will mich nicht bücken. Ich würde dir mal vernünftig in die Augen schauen hier. Mai, Juni, Juli. Die springen einfach auch nie zurück, ne? Wir machen einfach, wenn das nicht irgendwann von alleine endet. Dampft es. Machen wir einfach eine normale Folgenlänge. Dürft ihr euren Senf dazugeben und beim nächsten Mal, also das nächste Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, werde ich es mit der Peri und oder dem Wolfi spielen, wenn das denn funktioniert, diesem Mehrspieler-Ding. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, oder? Und mich einmal gelesen, er atmet wieder, worum es denn hier so geht. Also, wie viele Etagen es gibt und ob man hier weiterkommt. Null! Habe ich doch bisher alles richtig gehabt? Ich war so gut. Guck mal hier. Nee, da, das stimmt nicht. Ich gehe wieder raus. Und es soll in der Reihenfolge kommen. Oh, als ob ich mir die gemerkt habe. Also das ist jetzt meine Vermutung, dass die Übersetzung das so meinte. Ich denke, es schaut gut aus. Ich war wirklich so gut. Eventuell, vielleicht, kann sein. Nee, ich bin's nicht. Beim letzten Mal kam ich aber aus dem anderen Aufzug, also irgendwas. Das muss doch da sein. Echt, sind manche einfach egal und manche sind wirklich Anomalien. Die vorher auch schon so kribbelig hier. Sag doch mal so ganz leise Tick. Wir sind er. Okay. Ich hoffe, dass das nicht auch dazu zählt, wie wir ausschauen. Irgendwann habe ich angefangen, an diesem Bild zu zweifeln. Oder Herz. Ich würde die Hand reichen, aber ich kann nicht. Tja. Vielleicht muss ich auch immer in den einen und denselben, nur wenn es nicht stimmt, aber eigentlich steht hier doch. Das Licht außerhalb des Aufzugs bedeutet, dass ich von diesem Aufzug aus starten. Das orangefarbene Licht? Das ist kein orangefarbenes Licht. Ordnung aus für mich. Null! Nein! Hey, Nummer 1 zurück. Das probiere ich jetzt auch einmal aus. Das ist
sind dort. Das geht nicht, okay. So, scheiß drin. Wenn es in Reihenfolge ist, es waren offensichtliche Dinge. Also hier war nix. Doppelt drücken kann. Okay. Was sieht denn mal nach dem Plätschern? Nach dem Plätschern. Vor Bild. Da war nichts, ne? Nach Plätschern. Alles okay. Halt auch durch auswendig lernen von den Etagen. Ich sag jetzt okay. Na, okay. Nach dem Plätschern. Ein okay, nächster nicht okay. Was auch immer nicht okay ist. Ja. So, hier war jetzt noch alles gut. Nichts gesehen. Plätschern. So, den einen Versuch machen wir noch hier. Das ist nicht okay. Und jetzt war eigentlich einer okay und der nächste nicht okay, richtig? Der nächste, der ist nicht okay. Das heißt, wir müssen direkt eigentlich hier drin stehen bleiben und nochmal machen. Hä? 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 Ich bin verwirrt. Ich muss mal schön lesen. Deutsch. Wenn Sie keine Anomalie finden, drücken Sie den unteren Knopf eines anderen Aufzugs. Auf Englisch, bitte. If you find anomalies, press a button from the elevator you come from. If you don't find, press the bottom button from the other. From another elevator, ja. Aber es heißt doch, wenn ich was finde, wenn ich jetzt hier was finde, dann sage ich ne und ich gehe wieder zurück. Aber wahrscheinlich meinen die den einen für ja, den anderen für nein. Aber ich weiß nicht, welcher ja und welcher nein ist. Exit. Das ist kein Exit. Wollen, müssen wir zum Exit oder müssen wir nicht zum Exit? Wir sind ja schon in Null. Ah, hätte ich das gewusst, hätte ich mich ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, das war wieder doof, oder? Ja, das war doof. Aber hier ist doch nichts bei Null.
habe ich denn das schon wieder geschafft, dass ich einfach aus Versehen bis 10? Ich verstehe das nicht. So. Das ist Mist. So, ich bin jetzt in dem drinne von Exit. Weil ich will dann weg, wenn eine Anomalie ist. Gehe ich jetzt bei einer Anomalie immer in den mit Exit? Hier war nix. Alles gut. Also gehe ich hier zu Patrim. Oh, mir ist schon wieder kalt. Ich bin müde und ich will nicht gleich arbeiten gehen. So, also hier war auch nichts. Ja, aber ich habe ja auch die Aufmerksamkeitsspanne von der Eintagsfliege, die gegen die Scheibe fliegt. Also hier war nichts. Also ich gehe jetzt bei Exit rein, also. Okay, anscheinend ist meine Theorie nicht richtig. Doch richtig? Okay, Leute. Ich glaube, es mal. Okay, einmal noch. Hier ist nix. Also gehe ich bei der Uhr rein. Ich versuche das jetzt einmal. So. Ich kann mir einfach nichts merken. Hier ist was, aber ich gehe bei Exit rein, weil dann will ich ja weg. Ich will nur meine Theorie bestätigen oder verwerfen. Theorie richtig oder falsch? Übersetzung für den Arsch oder nicht? Okay, Theorie ist nicht. Nix. Ich gehe gegenüber rein. Einmal noch, wirklich. Letztes Mal. Und wenn ich doof bin, dann schreibt mir das. Aber denkt dran, die Peri ist schuld. Da. Das ist verkehrt, also bleibe ich hier. Klingen meine Schritte anders? Ah, es klingelt gerade jemand. Wer klingelt denn jetzt? Jetzt bin ich raus. Hier war, glaube ich, nichts. Es könnte meine Gartenpflanze sein. Jetzt weiß ich wieder nämlich nicht mehr. Ach so, Geplätscher, okay. Dann gehe ich wieder dahin, wo ich herkam. Weil das ist Wasser mit Blut, das ist für mich eine Anomalie. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ob das jetzt hier in Ordnung war oder nicht. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht.
da jetzt nur reingehen? Was macht der da? Also hier ist nichts. Also ich glaube, ich mache das jetzt so. Okay. Ihr Lieben, wir probieren das ein andermal und mit Unterstützung. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.